Hallo und herzlich willkommen, Skorpiongeborene. Hier ist dein Horoskop zum 17. bis zum 23. September 2018. Ich bin die Magdalena Lampert und ich lege euch die Wochenkarten zurzeit. Hier mal wieder auch mal andere Karten, aber jetzt im Moment halt also jetzt die Wochenkarte für die kommende Woche. Vorab möchte ich euch noch sagen, falls ihr euch da nicht sehen solltet, jetzt halt in diese Kartendeck, das ist nicht so dramatisch. Guckt einfach halt mal, wie euer Aszendent halt ausschaut in eurem Horoskop. Dann schaut ihr euch einfach halt mal andere Horoskopfilme an, wo euer Aszendent drauf fällt. Und vielleicht findet ihr euch da in der Resonanz. Falls nicht, könnt ihr ja immer noch halt gucken bei den anderen Tarotkartenlegerinnen auf YouTube. Vielleicht seid ihr da halt in der Resonanz auch mit drin. Vielleicht seht ihr euch ja da. Und falls ihr da eine Einzelberatung braucht, ich bin auch gerne für euch da. Ihr könnt mir halt per Facebook Messenger schreiben. Ich tue es immer unten in der Beschreibung, halte immer dann den passenden Link zu meinem Facebook Seite mit einfügen. So, jetzt fange ich mal an. Und zwar, ich habe von Doreen Virtue das Engel der Liebe Orakel von dem Verlag Allegria. Dazu passend habe ich auch nochmal von Doreen Virtue das Engel-Orakel für jeden Tag. Passend habe ich dann natürlich halt auch wie immer die Gilderevier-Lenormand von Giro Marchetti aus dem Verlag Königsfurt Urania und von dem Giro Marchetti auch die Orakelkarten Kipper, auch von dem gleichen Verlag Königsfurt Urania. Ich beginne mal mit dem Montag. Montag, den 17. September. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. So, und dann habe ich dann noch die Engelskarten. Höre hin. Bringe deinen Geist zur Ruhe, geliebtes Wesen. Und auch das auf Englisch. And. Lausche. Man merkt halt, also, dass sie sehr wahrscheinlich da so einen Translator verwendet haben. Ne? Und lausche auf unsere sanfte Versicherung. Ja, ich vermute mal, dass für alle gesorgt ist, dass für alle gesorgt ist. Bleibe innerlich ruhig und empfänglich, ohne die Sorgen zu machen. Auf welche Weise sich dein Wunsch manifestieren wird. Ein ruhiger Geist und ein entspannter Körper helfen dir, uns leichter und klar zu hören. Dies ist unsere Bitte an dich. Höre hin. Dazu habe ich dann halt auch von der Lenormand-Karte da die rote, Nummer 11. Und ein langer Weg mit lauter wunderschönen Schmetterlinge. Jo. So, also jetzt deute ich euch mal für den Montag. Bleibe optimistisch und höre ganz genau hin, was da in der Streit oftmals gesagt wird, weil das ist halt einer der wichtigsten Dinge, wäre wichtig zu analysieren, um was geht es denn in dem, was dein Gegenüber dir sagt? Oder vielleicht überdenkst du nochmal das, was du gesagt hast. Kann ja sein, dass da noch was ist, was für dich ja auch wertvoll werden könnte, damit ein langer Weg dir ein bisschen erspart bleibt, aber auf jeden Fall, dass du optimistisch bleiben kannst, das ist was mit eurer Beziehung was werden könnte. Jetzt in Bezug auf das Berufliche, ja, kann es sein halt, dass du halt irgendwie vielleicht ein Gespräch mit deinem Chef haben wirst, weil du halt irgendwo, ja, vielleicht halt irgendwie bewertet wirst oder du hast halt in deinem Job halt irgendwie dich beworben gehabt für eine weitere Stelle, dass du da halt irgendwie Karriere machen kannst und das kann ein langer Weg werden. Also das Gespräch wird etwas ja, ernst ablaufen. Also wie ernst, naja, das kann ja auch für euch ja, überlassen werden, wie ihr es denkt, aber ja, das wird dann im beruflichen Sinne, im Beziehungssinne natürlich halt, also bleibe optimistisch, höre hin über das, was dein Gegenüber sagt oder was du gesagt hast. Überdenke das noch einmal und ein langer Weg. Ja, es kann sich auch natürlich halt sich entpuppen oder sich herauskristallisieren, inwieweit es sich im positiven oder im negativen Sinne sich natürlich sich entwickeln würde. Montag.
Dienstag, den 18. September. Religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deinem religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Hochzeit. Eine Hochzeit ist die Verbindung zwischen Seelen, die sich in Liebe, gegenseitig Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigen den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu erhalten. Geliebtes Wesen. Ja, die Sense kann zum Beispiel Prüfung bedeuten, einen Todesfall, trübe Gedanken. Also keine Angst, hier wird niemand sterben. Hier deute ich jetzt mal aus religiösen und kulturellen Aspekt ist eine Hochzeit noch bedenklich. Bedenklich. Denn immer wieder entstand, das ist jetzt ein bisschen in der Vergangenheit und in der Gegenwart, entstand immer einen Umbruch, der zu trübe Gedanken führt. Also im Grunde genommen denkst du halt drüber nach, ob das überhaupt einen Sinn hat, diese Person zu heiraten, weil irgendwie harmoniert es halt zwischen eurer religiösen und kulturellen Aspekt einfach nicht. Also es gibt da halt Unterschiede in dem Ganzen, in den Vorstellungen. Ja gut, wenn man natürlich aus einem anderen Land kommt, dann kann es ja natürlich gut sein, dass natürlich halt andere kulturelle und religiöse Aspekte damit kommen. Und wenn man dann halt in Deutschland leben sollte oder in Österreich, dann ist ja auch klar, dass es da natürlich halt Diskrepanzen gibt. Es kann ja auch gut sein, dass man sich da halt neu einstellen muss. Andere Länder, andere Sitten, und da muss man halt sich anpassen. Und zum Thema Religionen, das ist ja eh vom Betra Augen des Betrachters immer eine unterschiedliche Sache. Deswegen ist aber auch Religionsfreiheit. Und wenn man sich versteift an irgendeine Religion, sich orientiert, dann ist das halt irgendwie, da hat das nichts mehr mit Religionsfreiheit mehr zu tun. Ein Mathematiker sagte mal einmal zu mir, passt mal auf, der Glaube ist nicht gleich Wissen, denn wenn ich wissen würde, würde ich nicht glauben. Habt ihr das verstanden? Na gut, also, machen wir jetzt mal halt den Mittwoch, also 17, 18, 19, dann 19. September. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmation und Visualisierung helfen euch zusammenzubringen. Oh Mama. Mir. Reinigen und entgiften. Dann habe ich dann den Park, den Irrpark, dann nochmal Park und ein reiches Mädchen. Wobei das da heißt jetzt nicht, also dass du halt in einen Park gehst, weil das ist hier nur symbolisch gemeint, das sind drei Frauen und ein Mann. Das kann Affären bedeuten, Dreieckbeziehungen, Öffentlichkeit, man trifft sich halt mit jemandem, reiches Mädchen. Gut, jetzt deute ich mal. Deinen Seelengefährten herbeirufen, dein Gebete, Affirmation und Visualisierung helfen euch zusammenzubringen. So, und du selber sagst dir oder dein Gegenüber, ich möchte mich gerne entgiften. Es kann alles Mögliche sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich möchte jetzt halt gucken, dass ich mich so weit entgifte, dass ich halt keine Gifte mehr im Körper habe. Ein kleiner Tipp von mir. Vier Gläser warmes Wasser morgens trinken. Bevor du Kaffee trinkst oder Tee trinkst, lieber mal vier warme Gläser oder warmes Wasser. Also vier Gläser warmes Wasser. Ah, kurze, hier. Also sowas zum Beispiel. Also viermal von dem hier. Und dann wartet ihr mal so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja, klar, natürlich, ihr werdet natürlich mal einen Besuch erstatten, natürlich ins Badezimmer, aber dadurch entgiftet ihr unwahrscheinlich viel. Ihr werdet nicht blöd staunen, sage ich jetzt mal so, wie viel ihr wirklich halt an Dreck ausscheidet. Wenn ihr wirklich das über eine Woche lang machen würdet, ihr würdet sogar halt auch unnötigen Fett ausscheiden. Sehr interessant, ich habe das in diesem Jahr mal mitgemacht gehabt. Und mir ging es davor sehr schlecht, aber als ich diese Entgiftung gemacht habe, ich fühlte mich wie neugeboren. Plötzlich war die Müdigkeit weg, plötzlich hatte ich auch weniger Probleme mit dem Bluthochdruck und, und.
Aber hier kann es auch bedeuten, vielleicht halt weniger rauchen, weniger Alkohol oder auch eine seelische Entgiftung. Alles absorbieren, was mit negativen Emotionen zu tun hat oder absorbieren, was in der Vergangenheit vor sich gegangen ist. Versteht ihr? Das kannst du sein, das kann dein Partner sein oder hier dein anderer Partner und hier noch ein Partner oder umgekehrt, das kann dein Partner sein, hier kannst du sein und von deinem Partner hier seine Partnerin und dann nochmal seine Partnerin. Ja, und das hat alles nur Ärgernisse gebracht gehabt. So, und auch wirst du halt am Mittwoch halt dich treffen mit einer guten Freundin vielleicht. Oder halt mit jemandem, der dein guter Freund ist. Wenn du ein Mann bist, dann ist es ein guter Freund oder ein guter Kumpel. So, und ihr werdet natürlich halt ein bisschen über den Sinn des Lebens vielleicht sprechen. Auch in Bezug auf der Beziehung, wegen deinen Seelengefährten. Also momentan ist halt sehr viel das Thema mit dem Seelengefährten. Was bedeutet eigentlich ein Seelengefährte? Seelengefährte bedeutet nichts anderes wie das von Gott dir zugesprochene Partner, den du vielleicht irgendwann wann im Laufe der Jahre heiraten wirst oder in eine langjährige Partnerschaft zusammenleben wirst, so ähnlich wie als ob ihr verheiratet wäret. Das ist dein Seelengefährter. So, romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. So, und dann haben wir Gesetze der Anziehung. Gesetz der Anziehung ist, du rufst halt jemanden, so wie telepathisch irgendwie. Du wünschst dir, dass dieser Person halt in deiner Nähe ist oder dass es dich hört, auch wenn du peripher irgendwo anders bist. Ja, und das ist halt ein Stück Theater. Ja, Verlobung, Notanker und angenehmer Brief. So, jetzt deute ich mal gesetzliche Anziehung, gesetzlicher Gesetz der Anziehung, gesetzliche Anziehung. Also romantische Gefühle, du tust mit deinen Rom, du tust durch das Gesetz der Anziehung deine romantische Gefühle so verschicken, dass du angepasst deine Gefühle ihr sendest oder ihn sendest, dass du mit ihr oder mit ihm eigentlich im Herzen verlobt bist und dass du die Notbrandung seines Lebens oder deines Lebens bist oder ist und das wird dann am Ende kommuniziert, weil der Brief muss nicht unbedingt Brief heißen, das kann immer noch Kommunikation heißen, wie WhatsApp oder Facebook Messenger, Google Plus oder wie das auch alles heißt, also durch die Social Community. Heutzutage macht man das halt mit solchen Dingen. Damals hat man es halt entweder mit Briefe oder mit Telefon gemacht oder mit per SMS. Heute macht man es nur noch mit per WhatsApp und so, das wisst ihr ja alle schon. So, jetzt mache ich mal den Freitag, 21. September. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Dann Unternehmensgeist, dann eine schnelle Nachricht und eine Reise. Jetzt deute ich mal, bringe deine Liebe zum Ausdruck und Unternehmensgeist. Also, du möchtest gerne deine Gefühle, deine Liebe zum Ausdruck bringen an deinen Partner oder deine Partnerin. Und das im Stelle, dass du vorhast, zu ihm oder zu ihr zu kommen oder zu reisen. Ja, es kann sein, dass es eine lange Reise ist, eine schnelle Reise ist. Na, hier ist einmal das Pferd, das heißt auch Reise. Und dann haben wir hier den Zug, auch eine Reise. Aber hier ist ein Brief und das heißt in Schnelle, dass er sich meldet, ich werde halt sehr schnell zu dir nach Hause kommen, weil ich möchte gerne mit dir sprechen. Daraufhin jetzt am Samstag, den 22. Vergeben lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Daraufhin wage es. Deine Gebete und positive Erwartungen sind gehört und beantwortet worden. Wir haben seit ihrer Entstehung mit dir gemeinsam an dieser Situation gearbeitet und wir werden weiterhin über dich und jeden wachen, der daran beteiligt ist. Bleib auf deinem Weg, da er dich tatsächlich sehr, sehr weit bringen wird. Dazu dein Kompass und Wohnzimmer. Also das kann
Ja, Richt, Blickwinkel bedeuten. Vergeben, lernen, wage es, versuche es zumindest zu vergeben, denn es führt dich zu einer richtigen Entscheidung, zu einem richtigen Ort und oder auch zu einer richtigen Einstellung. Und das heißt dein Zuhause. Dann haben wir den Sonntag, den 23. September, das Wartenswert. Göttliche Timing bestimmt dein Liebesleben. Herzchakra, das muss ich jetzt gar nicht mehr durchlesen. Langsam muss man das ja eigentlich schon verstehen, was Herzchakra bedeutet. Das heißt also, alles, was aus dem Herzen kommt, ist verbunden mit der Liebe und ja, deine Energie strömt aus dem Herzen heraus. Und da gibt es halt ein Buch, das muss nicht immer das Geheimnis heißen, das kann auch was anderes bedeuten, wie zum Beispiel, dass du das niederschreiben möchtest, was in deinem Herz, in deiner Seele vor sich geht und weil du verzweifelt bist. Hier ist eine Verzweiflungskarte. Des Wartens wird Herzchakra. Ja, also du möchtest das niederschreiben, weil